Hallihallo. Also, ich will jetzt gar nicht groß drum rumreden. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich bin aussätzig. Ich bin eine Aussätzige. Ich bin total geschockt. Ich bin eine Aussätzige, glaube ich. Ich komme gerade vom Einkaufen. Ich bin echt nur schnell rein, habe mir ein paar Bananen geholt und was zu trinken. Und am Eingang von unserem Supermarkt, gleich nach dem Eingang auf der linken Seite ist eben so eine Postannahmestelle. Und da ist ja grundsätzlich in letzter Zeit eine Megaschlange, halt immer 1,50 Meter Abstand natürlich, stehen immer welche halt. So, und jetzt komme ich ja da angelaufen nach der Kasse und zum Ausgang, muss ja an dieser ganzen Schlange da vorbeilaufen. Das sind Leute natürlich mit Masken oder mit Handschuhen oder mit Masken und Handschuhen oder ohne alles auch teilweise. Und ich dachte mir, so jetzt machen wir mir mal einen Spaß und lauf mal so ganz normal an denen vorbei, in so einem ganz normalen Abstand halt so an denen vorbei, wie man das halt im Normalfall auch gemacht hätte, jemals vorher, bevor dem ganzen Zirkus. Oh mein Gott. Und ich habe schon mir beim letzten Mal, als ich beim Einkaufen war, das habe ich danach auf der Arbeit erzählt, eingebildet, dass die, die Masken aufhaben, mich ganz böse anschauen, weil ich da jetzt einfach so da durch die Gegend laufe. Aber da dachte ich noch, ich habe es mir eingebildet. Aber so, wie gesagt, ich laufe da von der Kasse weg, Richtung Ausgang, an dieser Schlange da vorbei und halt im normalen Abstand, nicht irgendwie 2 Meter weit entfernt, gebe ich zu, ich bin ganz normal vorbeigelaufen, ich wollte einfach gucken, was passiert. Und dann war so. Erstmal haben mich alle bitterbös angeschaut. Wirklich richtig bös. Und einer, ich sag's euch, also ich kam auf den so zugelaufen. So, er stand ja so, wenn ihr mich jetzt so seht, bin ich ja auf ihn zugelaufen. Er hatte hier so sein Paket in der Hand und ich laufe ja hier dann so an ihm vorbei. Und wenn ich auf ihn zulaufe, macht er so mit seinem Paket. Ehrlich, ohne Scheiß, der hat sich einfach vor mir weggedreht. Ich habe gedacht, Hilfe, habe ich irgendwas an mir? Gott im Himmel, ich bin aussätzig. Ich schwöre es, ich bin aussätzig. Also eigentlich schaut man die ja komisch an, dachte ich, die Masken aufhaben oder sich irgendwie so verhalten, als wäre was ganz Fürchterliches hier im Umlauf. Ne? Aber man wird angeschaut, wenn man sich ganz normal verhält, wie ein normaler Mensch, wie ein rational denkender Mensch, der inzwischen kapiert hat, dass hier nichts Schlimmes ist. Es ist jetzt eindeutig nachgewiesen, dass sich diese Viren nicht auf Sachen befinden und wenn, dann sind sie sofort nicht mehr überlebensfähig. Und wenn ich als ganz normaler Mensch, ohne dass ich huste oder niese, an einem ganz normalen Menschen vorbeilaufe, passiert einfach gar nichts. Da passiert doch nichts. Was soll denn da passieren? Höchstens, ich würde in dem Moment niesen und zwar den voll anniesen, anrotzen sozusagen. Ui, ui, ich kam mir schlimm vor, aussätzig, aber nicht so schlimm, dass ich nicht doch lachen musste. Also ich habe dann gelacht und die hinten dran in der Schlange stand. Ich weiß nicht, was die von mir gedacht haben, ob die sich gedacht haben, ja, der spinnt doch der Typ oder hä, hat diese noch alle, was fällt denn da ein, so eng an uns vorbeizulaufen? Ich kann es nicht mehr einschätzen, ehrlich. Ich war der Meinung, die Leute denken so wie ich. Wir wissen alle, dass das eine Lüge ist und das fliegt eh bald euch alles um die Ohren, das ganze Gebilde, und nehmen das alles so locker wie ich. Aber hey, die sind panisch. Die sind so dermaßen geimpft inzwischen, dass die total panisch sind. Ohne Scheiß, die haben echt Angst. Das wurde mir heute das erste Mal bewusst, dass es tatsächlich Leute gibt und zwar junge Leute, die Angst haben. Die haben echt Angst. Die haben Angst, wenn einer an einem vorbeiläuft, dass man den tödlichen Virus dadurch bekommt. Boah, ich glaube, wenn ich den so angetippt hätte an der Schulter, während er so da stand, so mit seinem Paket, ich glaube, der wäre einfach nur in Ohnmacht gefallen. Und die hätten die Polizei gerufen, wahrscheinlich wegen Körperverletzung, welche angezeigt worden, wegen potenziellem Mord oder so. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Hilfe, das wurde mir heute bewusst. Da dachte ich, das muss ich mal schnell loswerden. Der ganze Scheiß muss jetzt endlich vorbei sein. Ich habe ja gesagt, das gibt denen noch so eine Woche oder so, die ist ja noch nicht rum.
Aber dann kommt's, wenn das dann so ist, dann müssen die ja erstmal wieder dafür sorgen, dass diese ganzen Menschen wieder normal werden, dass die keine Angst mehr haben, dass die sich nicht mehr, ne? Wie als würde dann ein Zombie kommen. Also ich als normaler Mensch bin der Zombie und sie sind die Bedrohten sozusagen vor diesem Zombie. Das ist ja nochmal eine wochenlange oder monatelange Aufgabe, diese Menschen wieder normal in die Spur zu bringen. Dass die normal und fröhlich durch die Gegend laufen und sich nicht mehr fürchten vor allen Gegenständen oder anderen Menschen. Oh meine Güte, nee. Oh Gott, es tut mir so leid für alle, die sich da so reinsteigern. Und ich bin wirklich immer noch nach wie vor entsetzt, dass die Menschen nicht verstehen, dass da ein anderer Grund dahinter steckt. Ich bin fassungslos. Es ist wirklich tragisch, tragisch, was mit den Menschen passiert, wenn sie zu viel Fernsehen schauen und Nachrichten sich anschauen oder diese Zeitungen lesen und sich dadurch weiterbilden. Oh, es hat mir jetzt wieder richtig gute Laune gemacht. Ich war heute wieder ein bisschen down, muss ich sagen, ein bisschen sad, weil das geht halt weiter und weiter und weiter, diese Propaganda. Ich bin fassungslos. Aber das hat mich jetzt wieder ein bisschen fröhlich gemacht. Ja, jetzt bin ich wieder guter Dinge und ja, die tun mir einfach nur leid. Die tun mir so leid. Oh mein Gott, ehrlich, ich muss so lachen, aber. Das wird eine Mega-Aufgabe. Das wird die größte Aufgabe, ne? Die Wirtschaft irgendwie auf die Reihe zu bringen und alles wieder zum Laufen zu bringen. Das wird die größte Aufgabe, diese ganzen Leute wieder auf die Reihe zu bringen. Ja, so ist es. Naja, okay. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.